Hallo ihr Lieben, jetzt geht's los. Just loving this moment, can we stay here forever? I'm loving this moment, can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would, cause I'm just loving this moment, can we stay here forever? Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Wir starten in den neuen Tag. Ich zusammen mit Liana, andersrum, Liana zusammen mit mir. Der Esel nennt sich immer zuerst, oder wie war das? Ich bin schon seit 6 Uhr wach, aber heute Morgen bin ich nicht so richtig in die Gänge gekommen. Ich habe mich ewig lang mit diesem doofen Babyphone beschäftigt. Ich bin aufgestanden, normalerweise drücke ich dann immer aufs Babyphone, dass ich die beiden Süßen sehe und gehe dann duschen und ins Büro. Und jetzt ist aber unser Babyphone kaputt gegangen. Ich habe schon drüber geredet im letzten Vlog. Wir haben dieses Eufy gekauft. Eufy Security 360 Grad. Sehr gut. Und jetzt nach oben, die Stirn und die Ohren. Liana malt gerade. Und hier ist die Antenne abgebrochen. Ziemlich schnell. Ziemlich, ne, doof. Und seit neuestem hat es dann die Reichweite verloren. Es ging irgendwie nur noch bis ins Wohnzimmer. Und seit gestern geht es gar nicht mehr. Ich habe mich total geärgert, dass das so schnell kaputt gegangen ist und habe deswegen wieder das Philips Avent bestellt. Die Ohren? Die Ohren sind auch braun, genau, mein Schatz. Von Tag auf? Ja. Und habe dann gedacht, so, ich nehme jetzt wieder das Philips Avent. Ich war damit zufrieden und schicke das Eufy zurück. Habe das Philips Avent jetzt bestellt und angemacht und bin total unzufrieden, weil das Eufy eine viel krassere Bildqualität hat und die Kamera ist 360 Grad. Das heißt, ich habe das ganze Familienbett auf diesem Babyphone. Und bei Avent habe ich so einen kleinen Ausschnitt. Also die Kamera ist einfach viel besser beim Eufy. Jetzt werde ich das Philips Avent, oh Gott, eine never-ending story. Ja, mein Schatz. Oh, super. Die Stirn noch über der Brille. Genau, und über der Brille. Schau hier. Auch braun. Jetzt werde ich das Philips Avent wieder zurückschicken und habe gerade das Eufy nachbestellt. Also super ärgerlich, aber ne, manchmal ist es einfach so, dass man ein bisschen ausprobieren muss, bevor man checkt, was man wirklich will. Ich muss dann einfach sehr arg auf das Eufy aufpassen und vor allem auf die Antenne. Ich habe Gott sei Dank das zurückerstattet bekommen. Also ich bin noch in der Garantie. Ich schicke das jetzt zurück, bekomme das Geld dafür zurück und kann dafür wieder das gleiche kaufen. Und das Philips Avent haben wir jetzt also gerade vielleicht mal einen halben Tag benutzt, hat keine Gebrauchsspuren oder so, kann ich auch einfach zurückschicken. Gott sei Dank hat es mich nichts gekostet, diese Baby-Phone-Geschichte. Und ich weiß jetzt einfach, dass das Eufy doch das Richtige für uns ist. Aber Qualität, ne, dass die Antenne so schnell abbricht, ist ein bisschen doof, aber jetzt schauen wir einfach mal beim zweiten. Vielleicht war es ein Versehen. Vielleicht war es ein, ja, vielleicht war es einfach Pech, dass die Antenne abgebrochen ist. So, wir starten in den Tag. Ich zeige euch gleich mal Liantin malt. Wow, voll schön. Jetzt kommt noch die Brille, ne? Ah, und in den Augen ist auch noch blau. Siehst du das? Ein Kreis ist blau. Mhm. Ich habe nämlich zu ihr gerade gesagt, Bällchen schläft noch. Was? Beige. Beige, genau. Bällchen schläft noch. Und ich muss noch an den Computer. Und deswegen habe ich Liana gefragt, ob sie hier ein bisschen malen möchte. Und Gott sei Dank wollte sie das. Dann habe ich nämlich noch ein bisschen Zeit, weil mein Morgen sehr langsam verlaufen ist. Ich habe viel verbracht mit dem Babyphone, das nicht funktioniert hat. Dann war ich duschen. Und dann ist auch schon Liana aufgewacht. Deswegen war ich noch gar nicht im Büro. Ach so, apropos, da wollte ich noch drauf eingehen. Ich habe neulich wieder so einen Kommentar bekommen, wo jemand gesagt hat, pass auf, Schatz, die Brille ist nicht braun. Schau, da kommt Silber und Blau. Aber es sieht auch gut aus. Das wäre Silber, kannst du da drüber malen? Ja. Genau, und das andere Auge ist dann Blau. Aber du kannst ja auch die Farben machen, die du möchtest, mein Schatz. Na?
dass ich ja, nee, Moment, wie war der Kommentar? Also irgendwie, dass meine Kinder ja alles bekommen würden, dass sie ja nicht warten können, dass sie die Mama keinen einzigen Satz ausreden lassen können. Mama, kann man sie hier ein bisschen das machen? Ich glaube, mit einem Radiergummi soll ich einen holen. Mhm. Oh, und das war wieder so ein Kommentar. Ich müsste den mal finden, um euch den richtig vorzulesen und zu erklären, weil ich finde das so bescheuert, dass man immer denkt, dass Kinder weniger Rechte haben oder ne, dass die nicht die, unter, die Erwachsenen unterbrechen dürfen oder so. Rocky. Es ist einfach so, dass die Mama den ganzen Tag labert und den ganzen Tag die Kamera in der Hand hat oder das Handy für Instagram und ich immer meine Kinder damit nicht stören möchte. Was bedeutet, wenn ihr mal hört, dass sie im Vlog mich unterbricht, dann ist das ihr gutes Recht. Ich bin nonstop am Labern. Und irgendjemand hat geschrieben, irgendwie, dass meine Kinder ja total unerzogen wären, dass sie ja alles dürften und dass die ja nicht mal die Mama einen Satz ausreden lassen. Also totaler Schwachsinn wieder. Was da manche Leute wieder meinen, über mich urteilen zu müssen oder über meine Kinder, geht gar nicht. Oh, wenn irgendwas gegen meine Kinder geht, raste ich sofort aus. Also totaler Schwachsinn. Liana darf mich jederzeit unterbrechen, weil, wie gesagt, ne, mit einer Vlogger-Mama ist das ein bisschen anders. Da hat man ja fast gar keine Chance, was zu sagen, weil ich immer nur am Reden bin. So, ich gehe jetzt an die E-Mails, bevor Bändchen aufwacht. Oh, der wacht gerade auf, glaube ich. Ja. Schon wieder zu viel geredet, die Mama. Jetzt holen wir den Ben. Oh, nee. Doch, jetzt gehen wir zu Benchen und wecken den Ben auf. Der Papi war gerade beim Bäcker und hat mir ein Brötchen mitgebracht. Ich habe es jetzt gerade zu Hause selbst belegt mit Käse und Cornichons. Dann gibt es ein Cappuccino. Benchen isst gerade Apfel und hat einen Fencheltee. Lianchen auch. Und Brioche, die Paw Patrol, ist natürlich am Start. Und der Papi, was hat der Papi? Eine belegte Laugenstange. Sieht man nicht. Schwarzwälder Schinken. Schwarzwälder Schinken. Egura. Ihr Lieben, wir machen gerade Jimondo, beziehungsweise wir machen gerade eine kleine Pause. André und Liana haben schon richtig Jimondo gemacht. Mama musste Bändchen hinlegen, der wollte schlafen. Und jetzt schläft er und jetzt mache ich mein Programm weiter und Lianchen macht mit. Ich mache gerade diese Rectius Diastase, glaube ich. Da, wo die Bauchmuskeln von der Schwangerschaft noch auseinanderstehen und noch nicht so richtig zurückgegangen sind. Das Problem habe ich. Und bei Jimondo gibt es da ein tolles Programm, Pilates, für diese Rectius Diastase. Und das machen wir jetzt. Lianchen isst gerade noch ihre Brezel fertig und dann starten wir durch. Na, du Süße. Anmachen. Es gibt so viele Programme, es gibt 2000 Rezepte, ihr habt eine App, die euch begleitet. Also das ist so ein bisschen Personal Training, einfach für zu Hause. Und es kostet 5,24 Euro mit meinem Rabattcode im Monat. Also 5 Euro im Monat und ihr habt Zugriff auf über 900 Programme, Workouts und über 2000 Rezepte. Ich setze euch mal alles in die Infobox, wenn es euch interessiert. Mein Code heißt FITJANA und ihr bekommt 25% auf die komplette... Auf die komplette erste Laufzeit. So, wir starten. Dann zieh dich langsam nach oben, atme ganz, ganz tief ein. Spür, wie Spannung in deinem Zentrum entsteht. Thank you.
fahren jetzt gleich zu Ornella und André. Die möchten nämlich, dass ich ihre Matratzen tiefen reinige. Deswegen habe ich hier schon den Hühler gerichtet. Liana packt gerade ihre ganzen Spielsachen, die sie mitnehmen möchte, zu Ornella und André. Wir nehmen das große Polizeiauto mit, alle Polizei-Paw Patrols und das Trainingscenter. Was nehmen wir für Ben mit? Was macht der Ben gerne? Ich darf noch Bailey. Du kannst auch Bailey mitnehmen, wenn du möchtest. Lass uns für Ben, da hinten, das rote Auto. Das ist doch neu, das mag er doch gerne. Ja, und ich hab welches ist Bailey sein, da rein. Super, welches ist sein Lieblings-Paw Patrol-Auto? Ich glaube Rocky. Sollen wir Rockys Auto noch mitnehmen für Ben? Das Ultimative mag er, glaube ich, am liebsten von Rocky. Da. Das da mag Ben noch sehr gerne. Nee, das reicht jetzt. Wir haben schon zu viel. Die Figur ist eine gute Idee, ja. Dann kann er damit spielen. Und das rote Auto. Perfekt. Jetzt, Malstift habe ich schon drin. Jetzt drucken wir noch Paw Patrol Bilder aus, oder? Mhm. Okay. So, meine Lieben, wir sind jetzt bei Ornella und André angekommen und werden hier jetzt mal eine Weile hühlern. Ja, mein Schatz? Das ist das Schlafzimmer. Wir waren schon so lange nicht mehr hier. Jahrelang zusammengelebt, kann man sagen, und jetzt schon darfst auch deine Sockies ausziehen. Ja, hier gibt es Fußbodenheizung. Ja, wir wollen heute Matratzen reinigen und Sofa reinigen bei Ornella und Kaffee trinken, was zum Essen bestellen. Ja, jetzt gucken wir mal, was wir alles so machen. Kurz vorweg, bevor wir diese Story machen. Jede Matratze wird so aussehen. Manche schlimmer, manche weniger schlimm. Aber jede Matratze, wo ihr nachts drauf liegt, ist befallen von Milbenkot, von lebenden Milben, von Verklebungen durch Schweiß, von Hautschuppen. Das geht alles in die Matratze. Und das holen wir jetzt raus. Wir vakuumieren erst die Matratze. Beim Vakuumieren passiert, dass das Vakuum erstmal die Matratze komplett zusammendrückt. Dadurch werden Milben zerspringen durch den Druck. Aber wir sammeln auch den ganzen Dreck auf einer Stelle. Und wenn wir dann wieder loslassen, dann springt der Dreck nach oben und nach unten. Und das ziehen wir raus. So, ihr Lieben, wir bereiten den Hühler vor. 4 Liter frisches Wasser, dass ihr das seht. You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need. Okay, wir haben jetzt wirklich nur den Topper abgesaugt und jetzt schauen wir uns mal das Ergebnis an. Staubsauger, ne? Seht ihr das Weiße? Der weiße Schaum. Das sind Milben, Milbenkot, Milbeneier. Ich leuchte euch jetzt mal noch mit der Lampe rein. Guten Tag. Es gibt hier Mittagessen. Wir haben bestellt im Kaiserstühlerhof das erste Mal. Und haben Feldsalat, Spätzle, Kartoffelsuppe, Papi hat Hirschgulasch, Rosenkohl. Also sehr gut, sehr lecker. Wir sind begeistert. Und? Oh, Zander und Nudeln. Läuft. Dass du ein bisschen höher sitzt. Sehr lecker. Papa hat noch Rosenkohl mit Hirschgulasch und Birne, irgendwelche Birne. Ja. Ich vergesse einfach den ganzen Tag zu vloggen, weil ich die ganze Zeit mit Instagram beschäftigt bin. Und wir machen die Tiefenreinigung. Wir haben die Topper gereinigt, die Matratzen, jetzt gerade das Sofa. Richtig krass. Ich bin wieder so begeistert vom Hühler. Die Kinder werden die ganze Zeit bespaßt und beschäftigt und bespielt. Wir haben schon Essen gemacht, bestellt. Jetzt ist Ben in der Badewanne. Wir breiten uns hier aus. Bändchen wollte unbedingt in die Badewanne. Jetzt sitzt er mit an. Also André sitzt an der Badewanne. Bändchen badet jetzt. Und wir machen jetzt noch die Nassreinigung. Liantchen ist am Malen und am Spielen mit Patentante Ornella. Dann haben wir jetzt mit dem Nimbus, mit dem Nassreiniger. Wir haben jetzt auf den Hühler den Wassertank gesetzt, den Nimbus.
Dann machen wir jetzt ein, zwei Tropfen, wirklich nur ganz wenig. Das Produkt ist sehr ergiebig von dem Reinigungsmittel rein. Meine Lieben, wir sind wieder zu Hause und ich habe voll das schlechte Gewissen, weil ich glaube, ich habe heute gar nicht so richtig gevloggt. Ich war so auf Instagram beschäftigt und so mit dem Hühler beschäftigt. Und ihr Lieben, ich habe versprochen, ich rede hier nicht viel über den Hühler, weil es das auf Instagram gibt. Und ich habe auch ein paar Videos auf YouTube hochgeladen, extra Hühler-Videos. Aber ich muss jetzt einfach nochmal, ich muss nochmal kurz was sagen. Ich war heute den ganzen Tag bei meiner besten Freundin zum Hühlern. Und es war so meine erste Präsentation vor anderen Menschen. Ich habe jetzt schon so viel mit dem Hühler euch erzählt, Videos gemacht, zu Hause gemacht, aber in einer anderen Wohnung mit Dingen, wo ich nicht wusste, klappt das dort auch? Aber ne, warum sollte es dort nicht klappen? Und ich war super nervös, was meine Freundin sagt, wie wir das alles putzen, was da wohl rauskommt aus dem Sofa, aus den Matratzen. Und es war unglaublich. Dieses Gerät ist einfach ein Muss für jeden Haushalt. Und dieser Tag heute hat mich wieder so bestätigt, dass ich das Richtige mache. Dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, in das Hühler-Business einzusteigen. Dass das ein Gesundheitsprodukt ist, das in jeden Haushalt muss, anstelle von Staubsaugern. Und ich bin so stolz, wirklich so stolz, so ein Gerät vertreten zu dürfen. Deswegen tut es mir jetzt wirklich ein bisschen leid, dass heute wenig gevloggt wurde und wahrscheinlich der Vlog nur aus Hühler besteht. Aber das ist jetzt einfach ein Teil meines Lebens und der ist auch mega wichtig geworden. Ich verdiene damit Geld und ich mache damit wirklich etwas Gutes für jeden, der den Hühler bestellt. Und ich fühle mich da in keiner Weise schlecht dabei, sondern nur gut. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich heute nicht so viel privat oder normal gevloggt habe. Wir sind um 21 Uhr nach Hause gekommen. Die Kinder sind sofort ins Bett. André ist jetzt auch schon ins Bett. Ich habe gerade zu ihm gesagt, du gehst schon ins Bett. Der ist total müde. Ich auch. Aber ich möchte den Vlog jetzt noch schneiden. Ich habe noch einige Nachrichten zu beantworten. Deswegen haue ich jetzt mal rein und verspreche euch, morgen kommt ein neuer Vlog mit ein bisschen mehr Abwechslung. Ihr Lieben, bis zum nächsten Vlog. Tschüss.